It's time to alive und damit herzlich willkommen zurück hier bei eurem I'm Alive. Wir sind bei Let's Play Far Cry 3 und ja, dies ist der zweite Part. Ich werde jetzt immer mal so eine kleine Anmoderation machen. Im ersten Part haben wir die kleine Einführung überstanden, haben den Dennis von den Rakyat kennengelernt, wir haben Bart kennengelernt, diesen Psychopathen, haben gesehen, wie wir in dieses Abenteuer gestürzt sind und mussten mitsehen, wie unser Bruder starb und sind dann geflüchtet. Und wir haben meine weltbewegenden Künste gesehen, wie man sich dann so gegen Leute wehrt und wie man ständig im Tutorial verfehlt, aber egal. Ja, gucken wir uns mal kurz das Inventar an. Beute und Rucksack. Aber nichts. Stimmt, die kannte man sich ja so. Ist ja so ein bisschen Minecraft-Zeichen, hier konnte man ja craften und sowas. Das habe ich auch voll vergessen. Und stimmt, hier gab es immer Trophäen und Tataus, genau. Ach Gott, ey. Das Spiel ist das her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ach ja, stimmt. Das ist jetzt wahrscheinlich, wenn der Part hochkommt, eh schon ewig lange her. Aber, ey Leute, Weltmeister sind wir. Weltmeister. Kaum zu glauben, war. Ich finde das mega geil. Haben wir doch geschafft. Mit diesem Traumtor von Mario Götze. Hätte ich eigentlich schon im letzten Part ansprechen sollen, weil der kommt wahrscheinlich auch schon ein bisschen verspätet. Also, egal. Aber wir sind Weltmeister, Leute. Yippie-Kaye, Schweinebacke. Vorhin habe ich im Fernsehen noch gesehen, hier, wie die gelandet sind und sowas. Wie die auf der Fanmeile auf die warten. Ja, oh, sehr, sehr geile Sache. Ich guck. An sich bin ich kein Fußballfan, so gesehen her. Hm. Aber wenn Deutschland spielt, gern. Und wenn sie dann noch ins Finale kommen, ja, na. Erst recht. Aber genug gelabert, würde ich sagen. Ihr habt ja eingeschaltet, wenn ihr überhaupt getan habt, um das Let's Play zu sehen. Also, viel Spaß. Hm, Dosenfutter. Und Nudeln. Nice und so. Und was zu trinken. Was möchtest du kaufen? Na, Oma. Hör mal. Oh. Hallo. Guck dich die mal an. Die sieht mir ja nicht so geheuer aus. Dass er da jetzt was falsch denkt, also. Das wollen wir ja mal gar nicht. Hm, ich hätte gern die da und die da. Mal gucken, was die sofort sagt. Also der Billigpistole. Oh, eine Magnum jetzt richtig schön. $60. Bäh. Ja, wir haben ja nur einen Waffenslot, wa? Ach schau, jetzt können wir auch die anderen gucken. Keine Aufsätze für diese Waffe verfügbar, aber Markierungen. Ich persönlich finde ja Feuer sehr geil. Und Schwarzton. So, füllen wir mal auf, wie soll ich Glück? Ach so, weil ich alles habe. Faustwaffen, MPs. Na, schaut mal, Leute, können wir alle schon gucken. Ich glaube, man könnte Waffen auch aufheben. Och, schön auch Schrotflinten. Wir können uns auch schon jedes Sturmgewehr holen. Und hier ist fucking Snipergewehr. Und jedes LMG. Und sogar schon die harten Waffen. Wir können uns sogar schon jedes spezielle Ding holen. Ah, nur Mediziner nicht, ist klar. Karten. Auch alle gesperrt. Ob ein bisschen blöd. Ey, wir können uns jede Waffe. Online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Aber hör mal, du hast schon alle, was ich eigentlich wollte. Folge mir, mein Freund. Oh, Kamera. Hier kommt die Kraft aus dem Dschungel. Aus der Insel. Das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. Was nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Finger zu finden? Ist das nicht schön?
Hallo Ladies. Ich komm schon. Du deckst die gesamte Karte auf. Mhm. Ich höre dich wie, als wenn du neben mir stehst, Kumpel. Ja, brauche ich jetzt irgendwie gar nicht. Wieso kann ich nicht rennen? Das ist aber schönes Gras. Warte. Und eine Affe. Upsa. Mach ich jetzt Angst? Kommst du jetzt mit mir? Upsa. Und hier noch X. Lade ich nach. Hier haben wir noch Munition. Oh, eine Kiste. Oh, Granaten. Hola muchachos, das gefällt mir. Aber in diesem Spiel merkt man auch richtig krass, wie so diese Veränderung von Person ist in anderen Situationen. Ich meine, vorher waren wir so dieser kleine Milchbubi. Das muss der Funkturm sein. Vorher so ein Milchbubi mit nichts drauf und wow. Und jetzt schwingen wir uns schon 2 Minuten später mit einem kleinen Nickerchen und irgendwas am Arm gebunden. Oha. Kiste. Schöne Muschel. Ja, stimmt, hier war eine Schlange. Glaub ich, umgeh die mal. Da könnte ich sie jetzt nicht von abhalten, das Mistviech. Erstmal heilen. Ey, mal ohne Witz, Leute. Wow. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, sterbe ich jetzt oder mache ich hier bitte, komplett aufs Gleiche hinaus. Beiden Fällen stirbt man ein Blick. Ich hätte so richtig schon runterhüpfen, ey. Wow, fuck it, jetzt dachte ich, wäre ich gestürzt. Scheiß mir doch die Wand an. Na, die werden später noch richtig schön. Was nicht, oder? Kiste. Weißer? Oh Gott, shit. Scheiße, wie war das? Schaut mal. Was haben wir denn da? Ah, Foto. Kiste. Nur eine Kiste, was ist das denn für Kack? Kommandant ist unser Dorf. Was hätten sie jetzt noch machen können, dass es dann so lebendig wird und so? Was für ein Pro. Er weiß sofort, wie es geht. Oh, Kiste. Kirche. Ein Auto. Stimmt, ich glaube, wir können ein Auto fahren. Yeah. Dient das nicht heisern? Ach so, gut. Kann sein, dient das nicht heisern? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und
wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh! Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Kiste. Oh, ich lasse mal ein Blatt mit. Okay. Wie war das denn? Ich muss hier. Handbuch. Spider-Guide. Sammelbares. Schnellstart. Handbuch. Okay, das war's nicht. Wo konnte man denn hier nochmal? Nein, ich frag dich, geh nochmal kurz zum Dorf. Hallo, Schönheit. Echt schönes Charakterdesign. Ah, Tachchen, Oma. Geschäftlich hier? So, verkaufen wir mal. Oh. Dann behalte ich mal. Die hat mehr genug, aber mir scheint, ich bleib mal bei der Waffe. Wiedersehen. Ja, ich glaube, ich werde die Parts immer im 20-Minuten-Takt halten, also ja, so 20, 25 Minuten. Da muss ich mir, glaube ich, auch noch meinen Account so verifizieren lassen, dass ich das überhaupt machen kann. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, gar nicht gemacht. Mal gucken, ob ich auch irgendwie heute noch ein paar Folgen Dings aufgenommen bekomme. Oh yeah, Driving Queen. Oh. Bis ein paar Folgen Gary's Mod noch aufgenommen bekomme. So. Keine Ahnung, wie ich eigentlich zu meinem Jagdgebiet komme, aber ich fahre jetzt immer trotzdem weiter. Oh nein! Eigentlich das Reh überfahren. Oh geil, hier gibt's Glück, Schätze, glaube ich. So, okay. Hier ist eine Kiste. Sind da mir eine Höhle oder was? Haben wir noch was? Ja, hier haben wir gerade nichts. Ich glaube, hier hat mir jetzt wahrscheinlich eine Höhle. Da hinten. Ach, ich hätte da hinten umbiegen müssen. Abbiegen meine ich. Ich hoffe, ich fahre die Karriere mit Sand, ey. Muss ich laufen. Was ist das denn für ein Mistviecher? Stirbt der ja nicht von einem Autounfall.
Kisten. Ach, verarsch mich doch nicht. Immer diese elenden Höhlen, ey. Ich muss halt immer so suchen. Den kriegen. Oh, okay. Okay. Ganz ruhig bleiben. Schon gut. Ihr Transmissionsziel. Keine Sorge. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Ist das Viech jetzt echt überlebt, oder was? Er kappt halt mit einem Auto angefahren. So, erstmal Kiste plündern. Hol ich mir noch rotes Blatt. Und noch ein zweites grünes Blatt. Also gut, du schaffst das. Oh, Pussy. Bisschen Blut hier. Ja, das Schwimmen war immer ein bisschen schwammig. Da hinten seht ihr es. Hier, das ist ein Stein, oder? Ja. Da. Bleib stehen! Hunting Skills, Freunde. Denn das Viech geht nicht drauf. Deswegen ist Hand, das Jagen mit Pfeil und Bogen viel geiler. Ey. Ich will aber zurückfahren. Ich hoffe, ich bin halt noch da nicht. Okay, so geht das also. Okay, Feuer. Ach stimmt, man hat ja denn hier überall, wo man so einen Posten reagiert. So, Tür aufmachen. Noch so eine sexy Schnitte. Nein. Aber. Ah, hübsche? Ja. Ist alles Bildungsauftrag, wie Sarah Zeit sagen würde. Glaub ich hier. Geh mal kurz zu Oma. Hi. Hey. Ja, Oma, ich bin hier. Auch geschäftlich. Halbzeit nullte Zigaretten verkaufe ich. Edelsteine verkaufe ich. Kaufe ich auch. Das behalte ich. Ich habe schon fast voll Kohle, ey. Geh mal weg. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegenen dachte ich mir schon so. Ist gut.
konnte ich mir jetzt aus den beiden Schweinefällen neue Dings craften? Hey Dennis! Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Ah, endlich. Herstellung. Ich benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja, eine Sache noch. Das Tatau auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tatau lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Halte RB gedrückt, um Granaten abzukoppeln. Lass los zum Werfen. Halten Sie nicht in der Hand. Lass sie nicht in der Hand hochgehen. Bumm! Das habe ich schon, oder was? Und nun zeige ich dir den Takedown. Setze den Pfad des Kriegers fort, um Fähigkeiten zu lernen. Achso. Takedown, nähere dich einem Gegner leise von hinten und schalte ihn mit. Schieß mich tot. Dreifache XP pro Kill. So ist gut. Du wirst immer stärker. Mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Wenn du kannst beim Springen B drücken, um über den Boden zu rutschen. Das hast du gut gemacht, Jason. Jason. Das Tatau. Mein Telefon. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Ja, aber erst im nächsten Part, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und see ya.